Hallo Werderaner, hallo ihr Lieben, seid gegrüßt am Tag nach dem tollen Match beim SC Freiburg. 5 zu 2, das ist natürlich wieder ein richtig tolles Ergebnis. Haben allerdings natürlich auch etwas Glück gehabt, gerade in der Anfangsphase, als die Freiburger doch ziemlich Druck gemacht haben, aber diese Druckphase haben wir gut überstanden. Und was ich auch ganz bemerkenswert finde, das ist auch toll finde, es ist natürlich, wir sind vor dem gegnerischen Tor sehr, sehr, sehr effektiv. Also gestern waren es, glaube ich, 6 Schüsse, die wir aufs Freiburger Tor abgegeben haben. Und von 6 waren 5 drin. Und dreimal alleine traf Thomas Delaney. Delaney ist ein absoluter Volltreffer für uns. Großartiger Spieler. Und ich hoffe sehr, dass wir es schaffen, ihn auch jetzt wirklich längerfristig zu halten. Ich finde es einfach nur sehr gut, wie die Mannschaft das gemacht hat. Und jetzt geht es allerdings halt eben noch sich nicht darauf auszuruhen, wirklich, wie schon gesagt, also es ist alles eng an eng. Wir haben jetzt wirklich, wir haben wirklich jetzt so die Situation, dass alle anderen auch gepunktet haben. Leider auch unsere Freunde vom Verein mit dem H am Anfang. Wir müssen jetzt sehen, dass wir am Dienstagabend nachlegen, gehen in FC Schalke zu Hause. Das sollte möglich sein, gerade mit dem Support und mit dieser Atmosphäre im Weserstadion. Einzigartige Atmosphäre dort wirklich. Und ich kann nur sagen, Leute, Jungs, ruht euch nicht aus. Am Dienstag wieder volle Konzentration. Wir sind noch lange nicht durch. Auch am Dienstag heißt es Verlieren verboten. Also ich bin davon überzeugt, mit dem Support und mit der Unterstützung, gerade von uns Fans, bin ich davon überzeugt, werden wir auch am Dienstag gegen den FC Schalke 04 gewinnen. Macht es noch einmal so ähnlich wie Samstag in Freiburg. Dann wird es auch gegen FC Schalke mit einem Sieg werden, bin ich von überzeugt. So, und es sind Grüße reingekommen. Und zwar einmal Jenzel G. grüßt Thomas Delaney, Martin Weber und Fadi. Die Grüße sind ausgerichtet. Dann gehen wir weiter nach oben. Alexander Weiß grüßt Lukas Weigelt, den Schlauen. Werder 1899 grüßt Aaron, Lance, Tom und Julian. Auch diese Grüße sind ausgerichtet. Barry Fox grüßt Aaron, Julian, Lasse, Leon und den Inder. Tom Lohmann grüßt den SV Heiligenfelde. Seid ihr auch von mir gegrüßt? Der Gamer zockt grüßt nochmals den Leistungsträger Lasse, Tom Klohmann, Seelmontalmann, Aaron Kelp, Lehnmann und den Mutanten. Diese Grüße sind ausgerichtet. Aaron Kelt grüßt Landmann, Frauenheim, Stoppenho, Klohmann, Simon und Giorgio. Max Prepper grüßt Jannis Siegelko, der sich nichts mehr wünscht, als dass Davy Selke zurück an die Weser kommt. Ich muss auch sagen, das wäre wirklich hervorragend, wenn er wiederkommen würde. Ich denke auch mal, das dürfte klappen. Ja, und das war es auch schon erstmal. Und also wenn ihr Grüße habt, schreibt es einfach unten ins Kommentarfeld rein. Und die Grüße werden dann von mir per Video weitergegeben. Ich bin am Dienstagabend auch im Weserstadion. Es hat tatsächlich mal wieder geklappt mit der Auskommenkarte. Bin mal nicht aus der Verlosung rausgeflogen. Und ja, ich freue mich schon sehr auf das Match. Vorher melde ich mich dann natürlich nochmal wieder bei euch, mit dem, wie ich das hatte, mit dem Ausblick. Wenn ihr Grüße habt, schreibt unten ins Kommentarfeld rein. Die Grüße werden dann von mir per Video ausgerichtet. So, und das war es auch erstmal wieder von mir. Ja. Genießt die Sonne. Ist ja wirklich tolles Wetter draußen. Macht euch noch einen schönen Sonntag. Ich werde mich dann am Dienstag vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04 wieder. Bis dahin sage ich nur ciao, ciao und man sieht sich. Und nicht vergessen, lebenslang grün-weiß. Hundertprozentig Werder Bremen.